Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Viele Postkunden haben heute vergeblich auf ihre Zusteller gewartet. Die Gewerkschaft Verdi hatte nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden über Löhne und Gehälter mit Warnstreiks den Druck erhöht. In Uelzen fanden aber trotzdem Briefe und Päckchen die Wege zu ihren Empfängern. Uelzen ist von den Warnstreiks nicht betroffen, sagte heute Postsprecher Jens-Uwe Hogart aus Hamburg auf AZ-Nachfrage. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, das müsse man jedoch abwarten. Das Bündnis gegen Rechts ist mächtig sauer über Politik und Verwaltung der Stadt Uelzen. Es ist die pure Ignoranz gegenüber Uelzens Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus, übt Dr. Dieter Thiel, Mitglied vom Bündnis gegen Rechts, massive Kritik an den Verantwortlichen im Rathaus aus. Der Grund: Bisher haben es die Verantwortlichen abgelehnt, für eine Veranstaltung zum Erinnern an die vom Naziregime denunzierte und gedemütigte Familie Becker aus Uelzen den Ratssaal zur Verfügung zu stellen. Die ganze Geschichte lesen Sie morgen. Die Hundebesitzer im Landkreis Uelzen müssen sich spätestens ab dem Juli umstellen. Ab dann gelten neue Regelungen im niedersächsischen Hundegesetz. Kernpunkte sind die verbindliche Einführung eines Sachkundenachweises sowie die Registrierung im zentralen Hunderegister Niedersachsens. Viele Details zu den geplanten Neuerungen fehlen jedoch noch, was der Kreisveterinär Dr. Jörg Pfeiffer bereits mehrfach kritisiert hatte, die AZ berichtete. Mehr morgen. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Das Wohlfühl-Frühlingswetter geht morgen langsam zu Ende, das sagt unser Wettermann Zaki. Eine schwache Kaltfront aus Westen leitet am Vormittag mit dichten Wolken, aber ohne Regen die Wände zum Kühlen ein. Die Höchstwerte 19 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen massiv auf 5 bis 6 Grad zurück. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.